wollte ich denn tun? Sterben. Ja, Restart nochmal mit Lilith. Ich mach das jetzt, ich mach jetzt hier keinen Cut, das wäre total blöd. Also, auch wenn das vielleicht cooler ist, aber. Ach Quatsch. Spaß am Laufen, Mann. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das halt cooler ist, wenn man immer vollständige Runs hat, aber. I can see. Das ist halt forever. So schwierig zu planen, wie lang die Runs in Isaac werden. Pinky Eye, Poison Shots, nehmen wir mit. Vielleicht läuft es diesmal ja besser, ich brauche ja nur mehr Babys. Was, der war da gerade. Da, okay. Lilith ist schon ganz cool, aber. Ich hatte halt Pech mit den Items, absolut. Was sind das hier für X? Kann man die wegbomben? Nee. Sah nämlich so aus, da war ein X auf dem Boden, aber ich glaube nicht. Nein! Nein! Dass das irgendwas zu bedeuten hat. Ich nehm's, aber ich werde so sauer sein, dass ich's genommen habe. Was hast du genommen? Säumilk. Nein! Nein! Das machst you du never, einmal! You never take Säumilk. But I actually took Säumilk. Wow. I can't even handle right now. Den nicht richtig grüßt mich das hier nicht. Blödes Baby. Jetzt sprengen wir erstmal weg hier. Ich habe den Schlüssel. Okay. Can't even handle right now. Ich bin noch kleiner. Ich habe noch so eine Pille geschluckt. Ja, es war so klar, dass das. Es gab hier keinen Safe Spot. Ja, auch zum ersten. Wow, und dann auch noch Little Horn. Little Bastard. Ja. Little Horn, wirklich. Mit Double Soy Milk. Oh Gott. Oh, ich hab Greed. Warum habe ich die Soy Milk genommen? Dann wollte er wieder greeden. Ich bin noch, noch smaller. Ja, too much on my screen. Luck. Little Horn als erster Gegner, ey. Ja! Meine eigenen Babys bouncen mir die Scheiße ins Gesicht. Hallo, Babys, please. Ah! Ah! Trollbombe von behind. Problem ist halt auch, der wird nicht unbedingt langsamer, der Wall. Geht dir immer zu Ende. Oh Gott! Es ist T-Urn. Wafer. Wie so ein Rubberball, das Ding. Wow, nein! Wow. Was? Oh, zum Glück ist das Hund so ein Strecksfeed down, ey. Was war nochmal die High Priestess? Ich habe keine Ahnung von den Karten. Ich glaube, das war der Stomp. Ich habe gerade aus Versehen irgendwas eingesammelt. Mal ganz kurz gucken, was das war. Ach, die Nadel. Oh, meine Wut kennt gerade keine Grenzen. Ja, dieser Run wird nicht lang. Sehr schön. Vielleicht bin ich mit meinem dann durch. Auf der ersten Ebene gleich das Herz verloren und Säumilk. Oh je. Yeah. Du unlocked Lazarus. Der andere lief eigentlich ja und das Baby bounced mir wieder den Gegner und mich selbst. Das ist eigentlich das Allerschlimmste. Bist du wieder Lilith? Ja, und ich habe ja Rerun gemacht, damit bist du dann automatisch. Ach ja, stimmt. Ich mag die, aber. Diese Runs, die ich gerade wegkriege. Wenn ich halt nicht in den ersten zwei Itemräumen ein Baby kriege, ist die. Ach, da waren Stacheln. Monstro 2, übrigens. Ja, die Stacheln nicht gesehen. Die Stacheln hab ich gleich. So, mit der dritte Run. Wow! Was ist denn das für eine Hurensohnfliege? Kommt ja von hinten angeraged, ey. Ach, nee. Monstro 2 down. Die Stammzellen erhöhen meine Lebenspunkte. Nicht auf die Fläche laufen. Und im. War auch nicht auf die Fläche laufen. Devil Room. Ich glaube, das machen wir nicht. Ich hätte jetzt zur Auswahl. Ja, beziehungsweise ich könnte beides nehmen. Übertreib's halt. Ich einmal die Schaufel. Ja, und ich bleibe an dem scheiß Stein hängen. Ich bin so sauer auf diese Räume gerade. Und einmal. Dieses Demon Baby, was dir, ja, was Herzen klappt. Nein, nein, Moment, das ist das Vieh, was die Herzen aufsammelt. Das sind auch doppelt so viele. Ja, das bringt dir aber nichts. Kann ja nur eins davon aufsammeln. Ich will mehr Babys. Nimm das nicht mit. Da, ach, jetzt ist es zu spät. Ja, ein Raum voller Trollbomben. Ich könnte ja mal noch ein Baby kriegen.
Ich habe hier aber auch die sinnlosesten Räume. Was ist das denn? Buttbombs, na toll. Dass ich auch hier Items kriege, ey. Okay, dann noch eine Detonation Machine. Na komm, durch ja durch. Bin hier Bomben erstmal weg. Ja. Warte, ich bin so schnell, ne? Gut, Geld ist jetzt erstmal nicht verkehrt, aber. Wo warten, Shoppo? Ach, Schlüssel habe ich nicht noch mehr. The Hermit, was hat denn der nochmal gemacht? Hat der mich zum Shop gebracht? Weiß ich nicht. Werde ich dann gleich einsetzen, sehen wir es ja. Dogfood haben wir bekommen. Ein Schlüssel, den nehme ich auf jeden Fall auch für den nächsten Item. Ja, bringt mich in den Shop. Actually, ich hole sogar noch den Schlüssel. Fanny Pack filled with goodies. Geh dann zurück. Goodies habe ich jetzt davon nicht gesehen. Hol mir die Kiste. Mit der Trollbombe. Two of Spades. Ich hol mir direkt wieder Double Key. Retrovision, ach komm hier. No risk, no fun. Retrovisiert ja schon wieder. Ach, da unten war ich. Huch. Oh Gott, großer Raum, was haben wir denn hier? Dingel. So. Ach komm. Andere Dingel. Fliegt sogar gar nicht so übel. Jetzt minimal zwei und Monster. Bin schon bei 24 Minuten. So viel zum Speedrun. Ein Speedrun hat ja keiner gesagt. Ich bin schon beim dritten Run. Ah! Wow! Oh Gott. Eine Kugel hat mich getroffen. Tears up. Tears up. Evil Range und Shot Speed up. Zum Glück noch ein Heaven Heart, dann kriege ich jetzt gleich noch ein neues, da habe ich wieder drei. Also das Himmelsherz, das halbe. Das war Bad Trip. Ich dachte, das war Luck up. Ich habe es gerade nicht lesen können wegen Bad Trip. Ich wollte nicht warten. Wenn man mit ins nächste Level nimmt, dieses halbe Himmelsherz, wird es zu einem ganzen roten. Ja, da geht man in den ersten Raum auf der nächsten Ebene und es ist ein Boss. Läuft bei dir. Ja! Läuft bei dir, oder? Das Gesicht voll, ey. Ich hab ja auch Damage. Boah, die blauen Flammen kann man nicht wegbomben. Da könnte was rauskommen. Auf der ersten Ebene. Ah, ihr habt natürlich Pech. Spawnt mir immer das Gesicht voll. Ich brauche halt 8 Schuss für so ein kleines Würmchen oder so. Ich kein Damage einfach nicht hab. The Stars, was macht The Stars? Teleportiert dich, glaube ich, in den Itemraum. Two of Spells, Double auf jeden Fall der den Shit. Ich hab ne Pretty Fly, läuft. Das, guck mal, was das Stars macht. Ja, ab in den Itemraum. HP up plus you feel protected. Ich hab Cancer gefunden. Also als. Achso, ich wollte schon sagen, den anderen Cancer, der hätte dir Tears abgebracht. Nee, als. Ja, weißt du, was du meinst? Wie heißt denn das hier? Celestial Sign im Deutschen. Sternzeichen. Sternzeichen, genau. Tierkreiszeichen. Ach, was auch immer. Juicy Sex, Sticky Babies. Warum kriegst denn du immer alle Babys? Der hinterlässt bloß so eine Slow Speed Spur. Jetzt gucken, ob hier blaue Herzen noch immer sind. Nö. Oder? Ja, ach nee, der spawnt wow, ja Spinnen. Die verbesserten Gegner von der Sorte. Der spawnt auch Spinnen. Oh, was waren die Empress? Du kriegst, glaube ich, mehr Damage für den Raum. Ach, das war Hure von Babylon quasi. Zweiter Feld. Oh, da hab ich nicht drauf geachtet. War ein Laserschießer. Laserspin. Kann da bitte der Fette sterben? Ich habe eigentlich noch genug Bomben. Wow, dass das gerade funktioniert hat, ohne dass ich drauf gehe. Ich habe hier einen Itemraum. Ich habe. Hier probieren. Hier aber noch nicht das Secret. Da war es nicht.
Hier wüsste ich nicht wo. Die in dem Small Room, ich bin ganz maximal sein. So. Hier könnte es noch sein. Hier sind zum Glück immer noch zwei. Uiuiui. Das ist jetzt fies, wow. Das ist noch viel fieser. Ja, so können sie nicht schießen. Was ist jetzt? Wow, out of screen. Ja, Swarf Babylon Effekt. Sorry für Atmungen, aber das war gerade wieder mal unmöglich. Ne? Oh, ich hab aber auch den härtesten Bull, ey. Da liegt doch noch eine Batterie, hab ich dann. Okay. Hui, das ist laut. His mother, fueled with laut? The desire to serve. Ich hab grad die Videosequenz von Mom bearing down. Achso, okay. Isaac, I will do as I'm told, my lord. I love you above all else. Bin ich ja auch. Vielleicht schaffe ich ja heute noch den ersten Film. This was the end of the line. Ja, vielleicht. His mother was far too strong. Ja, den Raum nehme ich jetzt nur mit, um meinen. But just as he accepted his fate, God intervened. Sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, Alter. It was over. Knapp und knapper, ey. Hier ist ein Shop, ich hab 7 Münzen. You unlocked the womb. War das der Run, wo ich... ich glaub, und einige Challenges. Golden Key. Nein, ich hätte jetzt BFF mitnehmen können für 15 Münzen. IFF, das hätte die vergrößert, oder? Das hätte meine Babys vergrößert, ja. Ich krieg immer die richtigen Items, aber nicht dann, wenn ich sie brauche. Ich nehme die Karte mit. Der Hermit brauche ich jetzt nicht. Das macht mich... Itemraum, ne? Hermit. Schaffe ich noch einen Run, oder? Auf jeden Fall, warum nicht? Denke ich schon. So oft wie ich sterbe. Okay, machen wir wieder random. Der Hermit, weißt du da noch auf Anhieb, was das macht? Triple Larry Jr., Quattro Larry Jr.? Ich hab Lilith bekommen. Aha, die ich auch gerade hab. Oh, I see. Oh, die sieht cool aus. Ja. Was ist denn, was macht die Box? Die double dein Baby für die, deine Babys für den aktuellen Raum, aber nur okay. Für den einen Raum. Okay, Monstrous Tooth ist dann natürlich nicht so ein tolles Item. Warum, was macht das? Das ist ein Use-Item. Reicht schon. Oh, das ist echt ungewohnt. Also Respekt, wenn du damit irgendwo durchkommst. Damage plus Range up. Das ist schon mal nicht übel. Devil Deal, guck mal. Wow, really? Ach, ich kann gar nicht fliegen. Das kann nur das Pet. Ich könnte mir jetzt ein Devil Deal holen. Ich mach das jetzt auch. Und riskiere dafür übelst viel Damage für das Baby. Aber egal, schauen wir mal. Weil der sammelt nämlich rote Herzen und gibt mir Seelenherzen dafür. Dark Bump. Mal gucken, ob der sich auch doubelt. Wenn das nichts bringt, da hast du quasi recht, aber... Oh. Eieiei. I see, eigentlich so... Oh. The amount of... Ah, it's too damn high. Ja, das sind diese random Fliegen, die aber explodieren, wenn sie sterben. Oh, damit will man halt gucken, dass sie da explodieren, wo du nicht gerade bist. Das ist zumindest vom Vorteil. Ah je. Okay, ich hasse es. Little Horn als ersten Gegner, ich hab dein Glück gerade. Was hab ich mich hier eingelassen, ey? Warum spiele ich dieses Game? The Mount of Fates. Das ist irgendwie so dem High, ey. Oh, bitte! Blödes Drecks, Alter. Ich hab jetzt 2 Minuten gebraucht für den Raum oder so, weil ich den Gegner einfach nicht hätten konnte. Oh, diese Löcher. What the fuck? Range Up hat mir echt gut getan. Die Range Up. Stopp. Das ist so ungewohnt, dieses indirekte Ziel. Little Horn, please. Spider, please. Ich hasse die Spinnen. Also ich hasse alle Gegner, aber die Spinnen hasse ich am allermeisten. Bin ins Loch gefallen. Moment, hier könnte eine Pille rauskommen. Kommt natürlich nicht. Roms. Huch. T.
technische Probleme. Nee. Hust. Nicht dieser blöde Duke-Sack. Dieser neue Sack of Flies, der die gelben spawnt. Ja, was will ich denn? Alter, Babys, könnt ihr mal irgendwas tun? Wow, der muss weg. Ja, ist halt. Zum Glück hat dieses Verdopplungs-Item nur zwei Räume Cooldown. Das ist ein großer, ja. So viele Necessary Hits, weil ich einfach kein Damage mache. Necessary sind die nicht wirklich. Unnecessary, ja. Und immer diese Globbler hier. Wenn die mal hier rauskommen. Wow, das liegt ja um die. Wow. Er kassiert die Hits. Ja, das ist halt einfach nicht drin. Sie sehen ihn kassieren. Sie hassen. Ja, die spawnen so, dass ich die mit dem Baby nicht treffen kann. Ich hab halt kein Damage. Ich brauch 6 Hits oder so für die Boys. Ist auch nicht so das gute Item. Also jetzt haben wir noch nicht so viel Glück bei Lilith. Ja, ich hab da mir auch kein Item mehr. Wow. Der erste Run lief natürlich hammermäßig mit Lord of Flies. Spider Babies. Überhaupt nicht. Der Hermit bringt mich, glaube ich, in den Itemboom. Nee, oder in den Shop. Ja. Das wäre jetzt eigentlich ganz praktisch. Brauchst du auf jeden Fall keinen Schlüssel dann dafür, das ist schon mal gut. Wow, nicht mehr für eine Münze für das Seelennetz. Das würde ich natürlich mitnehmen. Was ist das denn? Gar nicht. Wo lang muss ich hier lang? Für die Tularus. Oh, ja auch nicht. Du Lavas droppt 2 rote Herzen. Oh, da muss ich auf jeden Fall doublen. Und die sind fies. Boah, guckt halt, wie sie mich einkesseln. Alter Schwede. Und dann auch noch explodierende Drecksfliegen. Okay. Habe ich schon getestet gehabt. Wow, okay, Glück gehabt. Probier's mal genau da unten, obwohl das eigentlich relativ wenig Sinn macht. Sinn ergibt. Besser auch. Ja, nee. War sinnlos. Also an den Knochenviechern nervt mich halt einfach der unglaubliche Shotspeed von denen, ey. Schon, oder? Okay, ein halbes Herz, Dark Bam, sammle das ein. Dann hole ich mir ein Seelenherz und mit Two Lovers hole ich mir nochmal Herzen. Da droppt er mir nochmal Seelenherzen. Also Lilith ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Peep? Really? Ich hab Dangle. Ist das der Gelbe? Ja. Ja, und den seine Babys kommen raus katapultiert. What? Wenn der fallt. What? Frank ist doch scheiße. Ich kassiere die Hits. Und ich hab gedodged gerade. Vielleicht ploppt auch noch das nächste Auge raus. Richtig viel Schaden habe ich dem noch nicht gemacht. Der Raum ist voller Pisse, also kurz zur Info, die Pisse macht Damage und die Augen halt auch, wenn ich die abkriege. Und wenn ich an denen ranlaufe, macht das Damage, und wenn ich die Schüsse einsammle, macht das Damage, und so zum Beispiel. Kannst du mal aufhören zu pfeifen, Dangle? Was? Macht er nicht so? Achso, das warst du gerade, ich dachte schon, ja, aber das. Ja. Okay, ein bisschen höher, aber ja. Wow, Soul Converter bringt mir überhaupt nichts. Dangle down. Das Soul Converter macht auch nur... Devil Room. Oh Gott! Jetzt muss ich mich entscheiden. Hilft das bei den Pets? Book of Belial. Normalerweise haben sie gesagt, bei dem Addon haben sie irgendwie, was weiß ich, wie viele Item-Kombinationen hinzugefügt. Also theoretisch könntest du Glück haben. Aber Pet doppeln ist eigentlich schon besser, oder? Ich gehe in den nächsten Raum. Ich lasse es liegen. Geld? Viele werden mich dafür jetzt bestimmt schlagen. Was wollte ich aus dem Shop, wofür ich kein Geld hatte? Und viel wichtiger, wo war der Shop? Ach, da. Ich nehme jetzt hier keine extra Räume mehr mit, weil mit dem Leben sieht es halt auch nicht ganz so gut aus. Was wollte ich mir hier holen? Ach ja, das Seelenherz. Oder für 15 Punkte die Spectral Tears, aber kriege ich noch 15 Münzen? Diese Bumerang-Tränen. Mal gucken mal, was wir hier rausholen. Nichts. Ich habe halt nicht mal Glück mit den Pilzen. Mal
Okay, das ist machbar. Okay, das ist machbar. Was ist das? A missing page. It glows with power. Irgendwelche Ahnung? Missing page. Ach so, das hat eine Chance, ich glaube von 1 oder 5%, irgendwie sowas, in einem Raum zufälligerweise zwischendurch einfach mal die Death Card auszulösen. Oder was die? Was die Death Card? Ich glaube eine schwächere Death Card, irgendwie sowas. Oder war das das Necronomicon? Da muss ich echt mein Item nutzen. Eins von den beiden hat das gemacht. Bin nicht mehr sicher. Na, Necronomicon klingt irgendwie mehr danach. Klingt mehr nach Tod. Bei Envy ist es ganz besonders wichtig, vor allem immer erst die Kleinen loszuwerden, sonst wird der ganze Bildschirm voll. Ja, also genau das nicht zu machen. Es ist immer wieder cool, wie ich Dinge erkläre und sie dann genau nicht machen. Läuft! Läuft bei mir. Tears up. Oh nein, Schubdabu. Theoretisch ein cooles Item. Oh Gott, ist das Sojamilch? So leicht milchig in dem Glas? Ja. Ist Sojamilch, yes. Soll ich das tun? Ach, scheiß drauf. Ich hab die Sojamilch mit meinem Pet. Rip run. Rip run. Es gab noch nie einen Run. Also Sojamilch gibt's ja seit dem Standard-Binding. Und es gab noch nie einen Run, wo ich Sojamilch nicht... Ich hatte den Boss ja schon. Wo ich Sojamilch nicht bereut hätte.